Gute und verantwortungsvolle Schweinehalter sorgen heute dafür, dass es den Tieren in ihren Ställen gut geht. Nur bei einem gesunden Tier, das sich im Stall wohlfühlt, wird die Wirtschaftlichkeit im Stall erreicht, die heute notwendig sind, um bei den knappen Margen überhaupt noch Geld im Schweinebereich zu verdienen. Bereits im Babybereich wird dafür gesorgt, wie hier mit einer Fußbodenheizung, dass es den Tieren gut geht. Damit werden die Weichen gestellt für eine erfolgreiche Ferkelaufzucht. Eine ausreichende Futter- und Wasserversorgung für die Sauen ist wichtig, damit genügend Milchleistung für die Ferkel zur Verfügung steht. Die Ferkelschutzkörbe, in der die Sau in den 4 Wochen der Säugezeit liegt, sorgt dafür, dass die Ferkel beim Ablegen der Sau nicht von dem schweren Tier erdrückt werden. In den sogenannten Warte- und Deckbereichen befinden sich die Sauen in der Phase, wenn sie nicht im Abferkelbereich sind. Sie können die Kastenstände selbsttätig verlassen, indem sie rückwärts rausgehen. Und der Schutz des Kastenstandes ist dazu da, damit die Sau in Ruhe liegen und fressen kann. Wie man hier deutlich sehen kann, sind viele Sauen in den Kastenständen und nur wenige, so wie jetzt hier im Bild, im Laufbereich. Die Sauen fühlen sich halt wohl, wenn sie in Ruhe liegen und fressen können. Auch hier sorgen ausgeklügelte Zuluft- und Abluftsysteme für trockene Spaltenböden und Frischluftversorgung in den Atmungsbereich der Tiere. Mit ca. 4 Wochen kommen die Ferkel in den sogenannten Ferkelaufzuchtstall. Hier wird dafür gesorgt durch besondere Gestaltung des Bodens mit Beton- und Kunststoffanteilen, dass auch der Klauenabrieb gegeben ist und die Tiere auf dem Kunststoffboden sehr gut liegen können. Auch hier sorgt ein ausgeklügeltes Zuluft- und Abluftsystem für gute Wärmeverteilung im Stall. Ausreichend Wärme direkt beim Tier, in diesem Falle durch eine Unterspaltenabsaugung. Das heißt, es wird sichergestellt, dass die Tiere immer ausreichend Wärme zur Verfügung haben und die Luftqualität in den Ställen sehr gut bleibt. Zu guter Letzt ihres Lebens kommen die Tiere in einen Maststall. In diesem Maststall müssen sie auch ordnungsgemäß versorgt werden. Es muss ihnen genügend Wasser zur Verfügung gestellt werden, genügend Platz, genügend Futter, trockene Böden, gutes Stallklima. Wenn all diese Kriterien erfüllt sind, bleiben die Tiere gesund, machen sich gut und werden dann irgendwann ihr Endgewicht erreichen. Kein Landwirt wird Schweine als Hobby halten. Er muss seine Familie ernähren und die Tiere sind Nutztiere, die letztendlich zur Ernährung der Bevölkerung dienen. In der Zeit, in der sie leben, soll es ihnen jedoch gut gehen. Wir als HDT Anlagenbau sind für Stallklima verantwortlich und haben einen hohen Anspruch in dieser Sache. Bei der überwiegenden Mehrzahl der deutschen Schweinehalter sind die Ställe nicht dunkel und dreckig, sondern hell und sauber, so wie Sie es hier sehen. Sie sollten nicht voreilig auf Tierschutzorganisationen in Anführungsstriche hören, die überwiegend darauf aus sind, Spendengelder
für ihre Gehälter zu bekommen. Die deutsche Schweinehaltung ist die beste weltweit. Aber das ist ein typisches Bild jetzt. Das hat damit zu tun, dass sie meistens in den Kuchen, weil hier die Frischluft beruhigt sich hier im Gang, geht rüber und geht dann so weg. Wenn Sie nicht wollen, dass Ihre Lebensmittel irgendwann ohne QS-Kontrolle aus dem Ausland kommen, dann unterstützen Sie die deutsche Landwirtschaft. Wir von HDT Anlagenbau haben diesen Film gemacht, um Ihnen zu zeigen, wie es wirklich in der deutschen Schweinehaltung aussieht. Sicher gibt es immer irgendwo schwarze Schafe, wie Sie sehen, auch bei den Schweinen. Aber die Mehrzahl sind die weißen Schafe. Darauf sollten Sie achten. Ich danke für die Aufmerksamkeit.